Willkommen bei unserem Außerferner Wochenblick, diesmal mit folgenden Themen: Kraftwerk am Kniepass eröffnet, Gewaltschutz im Bezirk Reute und AFL-Titel für International Reute. Vor knapp einem Jahr fand der Spatenstich für umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am Kraftwerk Kniepass statt. Nun neigt sich mit der Fertigstellung des dritten Wehrfeldes das Modernisierungsprojekt am Kniepass dem Ende zu. Die Gründe für ein drittes Wehrfeld erklärte damals der damalige EWR-Vorstand Michael Holt. Die Modernisierung wird aus dem Grund gemacht, dass das Kraftwerk jetzt schon auch in die Jahre gekommen ist. Jetzt über 70 Jahre hat das Kraftwerk, kann man sagen, auf dem Buckel. Da war es einfach notwendig, dass die Anlagen mal wieder revitalisiert waren. Und vor allem natürlich hat sich in der Steuerung und Steuerungstechnik sehr viel getan. Wir haben das Kraftwerk jetzt angebunden an die Zentrale, können von dort aus vollautomatisch steuern, das Gesamte. Das war einmal der wesentliche Aspekt. Auch die Turbine und der Generator mussten überholt werden. Und der Fischlift war natürlich ein Ausfluss dessen, dass wir behördliche Auflage dafür gekriegt haben. Und ein wesentlicher Part ist es das dritte Wehrfeld, das wir investieren. Das soll die Anlagensicherheit der Anlage selber für den Hochwasserschutz nochmal erhöhen. Wir haben mit zwei Wehrfeldern also genug Kapazität, das Hochwasser abzuführen. Allerdings die Problematik würde bestehen, sollte ein Wehrfeld verklausen, und dann wäre ein Wehrfeld zu wenig. Und jetzt gibt es ein drittes Wehrfeld, das mehr oder weniger diese Situation absichert, und damit ist die Anlage an sich selber sehr hochsicher. Mit einer großen Eröffnungsfeier wurde nun die Fertigstellung am Kniepass gefeiert. Lange Trockenperioden und häufiger auftretende extreme Wetterereignisse. Der Klimawandel stellt auch die Tiroler Land- und Forstwirtschaft vor Herausforderungen. Darum lautet das heurige Landwirtschaftskammer-Jahresmotto „Klima im Wandel, wir reagieren“, wodurch der Austausch über mögliche Eindämmungs- und Anpassungsstrategien intensiviert werden soll. Die Erderwärmung schreitet ständig voran, wobei sich die Auswirkungen in jeder Region unterschiedlich gestalten. Die Landwirtschaft ist jene Branche, die unmittelbar vom Wetter und der Umwelt abhängig ist. Daher spürt sie die Veränderungen bereits seit Jahren, wie Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger bei einem Besuch im Dannheimer Tal schildert. Für Bezirksobmann-Stellvertreter Markus Ried stehen alle erfreulichen Entwicklungen der letzten Jahre auf der Kippe. Wir haben uns im Bezirk sehr positiv entwickelt, hatten in den letzten Jahren sogar einen leichten Betriebszuwachs. Das alles trotz immer höherer Produktionsauflagen. Die Landwirtschaft ist dazu bereit und würde zu vielen Problemen unserer Zeit auch Antworten liefern, siehe Energiegewinnung. Allerdings droht diese Stimmung aufgrund der Zwischenfälle mit Großraubtieren zu kippen. Bezirksbäuerin Elke Klages unterstreicht: „Derzeit ordnen wir vieles, das wir in mühevoller Arbeit über Jahrhunderte hinweg aufgebaut haben, den Großraubtieren unter. Diese haben keine natürlichen Feinde und die Bestände konnten sich durch den strengen Schutz in den letzten 30 Jahren mehr als nur erholen. Wenn wir jetzt nicht handeln, verlieren wir nicht nur unsere Almen, sondern auch viele unserer Freiheiten." Diese Woche machte sich Landesrätin Eva Bavlata ein Bild über das Gewaltschutz- und Gewaltpräventionsprogramm im Bezirk Reute. So tauschte sich die für Frauen sowie für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Landesrätin zunächst mit Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf zu den aktuellen Herausforderungen und Angeboten im Bezirk aus. Im Anschluss besuchte Landesrätin Bavlata die Frauen- und Familienberatungsstelle Basis. Die Einrichtung begleitet Frauen, Paare und Familien. Kernthemen dabei sind Beziehungsprobleme, psychische Belastungen und Erkrankungen sowie Gewalt. Noch bis Ende dieses Jahres legt Basis einen besonderen Schwerpunkt auf Gewaltpräventionsmaßnahmen, die vom Land Tirol gefördert werden. Einen weiteren Besuch stattete Bavlata dem Kinderschutzzentrum Reute ab. Es ist eines der insgesamt 5 Kinderschutzzentren in Tirol und die zentrale Anlaufstelle für die von Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigte im Außerfern. Gewalt hat viele Formen und zeigt sich etwa in psychischer, körperlicher, sexualisierter, sozialer und/oder ökonomischer Gewalt. Wenn es zu häuslicher Gewalt kommt, hat dies insbesondere auch für Kinder schwere Folgen. Neben Opferschutzeinrichtungen und Schutzunterkünften für Frauen und deren Kindern braucht es daher zielgerichtete Gewaltprävention, die so früh wie möglich beginnt. So kann Gewalt idealerweise noch vor dem Entstehen verhindert werden, betont Landesrätin Bavlata und nimmt Bezug auf die aktuelle Situation. Wir befinden uns in einer krisenhaften Zeit. Die multiplen globalen Krisen stellen für viele Menschen Belastungen für die psychische Gesundheit dar. Wir müssen daher ein besonderes Augenmerk auf die psychosoziale Unterstützung von Frauen und Männern, von Familien und speziell auch von Kindern und Jugendlichen legen. Zeichne dein Fantasierad, heißt es jährlich beim Crazy Bike Malwettbewerb von Klimabündnis und Land Tirol. Fast 2000 Zeichnungen von Tiroler Volksschülerinnen und Volksschülern aus 85 Schulen wurden dieses Jahr eingereicht.
Ziel des Wettbewerbs ist es, die Begeisterung der Kinder für das Fahrrad zu fördern. Sie können mit dem Rad ihren Mobilitätsbereich vergrößern, sich gesund bewegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Am Dienstag fand die Preisverleihung für die kreativsten Zeichnungen aus dem Bezirk Reutte statt. 3 Kinder konnten die Jury mit ihrer Kreativität besonders überzeugen. Gloria Wolf aus der Volksschule Bach holte mit ihrem Obstbike den 1. Platz im Bezirk. Der 2. und der 3. Platz gingen an Franziska Geiger, ebenfalls aus der Volksschule Bach, und Janis Braun aus der Volksschule Abach-Reutte. Nach einer herben 1:10 Niederlage vom ersten Verfolger Breitenwang bei Weißenbach und dem gleichzeitigen 3:2 Sieg von International Reutte gegen Höfen hat der FC International den heurigen Titel in der AFL fixiert. Die Freude bei der Mannschaft von International war dementsprechend groß. Weiters gewinnt Ian Bichler gegen Pflach mit 1:0 und das Spiel Dannheim gegen Steg-Holzgau wurde wegen Nichtantretens von Steg-Holzgau mit 3:0 für Dannheim gewertet. In der Tabelle ist International nun mit 40 Punkten nicht mehr einzuholen. Am Tabellenende steht nach wie vor Steg-Holzgau mit 5 Punkten. In der kommenden Runde finden folgende Begegnungen statt. Steg-Holzgau trifft auf Ian Bichler, Pflach spielt gegen Weißenbach, Breitenwang trifft auf Höfen und Meister International spielt gegen Elmen. Mit einer 0:3 Niederlage gegen den FC Wipptal ist der letzte Platz in der Landesliga für den SV Reutte nun fix. Eine Chance bleibt den Reutinnen aber noch, doch die Klasse zu halten. Gegen den letzten der Landesliga Ost, dem FC Bruckhäusl, findet am 20. bzw. am 24. Juni ein Relegationsduell statt. Der Sieger beider Duelle bleibt in der Landesliga. Bei dem Abstieg würde SV Reutte nächste Saison wieder auf den FC Vils treffen, diesmal allerdings in der Gebietsliga. Die Vilser verlieren ihr Ligaspiel gegen Fritzens mit 0:1. In der Frauentiroler Liga verlieren die Damen des FC Lech Aschau gegen Angerberg mit 1:2. In der Bezirksliga trennen sich Robben Karres und die SBG Lechtal mit 1:1. In der ersten Klasse spielen der SVI 1B und die Tiroler Zugspitze ebenfalls 1:1 und Lech Aschau verliert gegen Brutzer Faust 1B mit 0:2. Und in der zweiten Klasse gewinnt Vils 1B gegen Zams 1B mit 6:3.